Kann ich nicht bringen. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem tollen Folgenanfang. Tala. Wir haben einen neuen Server gefunden! Woo! Ja, den haben wir im Livestream angefangen. Das ist live. Ja, wir haben hier live, der gerade neu ist. Das ist live und das wir spielen jetzt altes Live, Leute, auf Just for Fun Gaming. Ja. Just for Fun. J4FG heißt der Server. Und das Server ist geil. Hier sind gerade 96 Spieler drauf. Das ist jede Menge, heißt jede Menge Spaß. Und wir wollten jetzt erstmal ein bisschen Geld farmen. Wie ihr unten seht, da habe ich 440.000 ungefähr. Live, wie viel Geld hast du? Fast 500.000 bald. Okay. Und wir sind jetzt am Überlegen, ob wir uns nochmal einen Truckboxer mieten. Für 67.000 oder ob wir uns direkt so ein geiles Dings kaufen, und also LKW mieten halt. Ob wir uns einen LKW mieten, ja. Für 2,5 Stunden. Dann ist Restart. Weil LKW mieten ist doch viel geiler. Ja. Mach ich dir jetzt richtig geil mit einer roten Mütze? LKW-Führerschein 50.000. Ich will den auch haben, 50.000. Ich brauch erstmal 50.000. So. Bist du das? Ja, abheben, ja, hi. Oh Gott. So ein richtiger Trucker. Ja, Junge, hallo, rote Cappy, Fliegersonnenbrille und das Polohemd, das wir brauchen von noch den Geld, Gangstern ist. Um zum Quad zu kaufen, um zum Truckshop zu kommen. Wir können laufen, Junge, wir haben gesunde Beine. Ach ja, stimmt. Hab ich vergessen. Wo ist denn der? Leger weg. LKW-Händler, da ist sogar eine Bank, cool. Wo ist denn der? Unten, links. Von dir. Kfz-der Wahrstelle? 150 Meter. Lauf mir einfach hinterher. Ah, da. Und du wolltest den Quad mieten, du. 150 Meter, ja. Komm schon, ist doch berechtigt. Ja, dann miet mal. Nee. Nee. Military Area. Im Chat, braucht jemand einen Anwalt? Braucht jemand einen Anwalt? Nee, aber Sprit. Nee. Oh. Und? Hast du nachgeguckt, Jürgen? Ja, ich bin außerdem zum Bankautomaten gelaufen. LKW-Händler. Wohin laufe ich denn jetzt? Oh, das ist die Außenstelle. Hey, mit Kaufpreis 0 Euro. Oh, das ist ja geil. Echt? Den will ich auch haben. Den kann man eigentlich kaufen, der ist gar nicht kaufbar, deswegen. Einen Moment. Tempest Munition. Sag Transporter. Mietpreis 120.000. Der Tempest Munition sieht geil aus. Tempest Munition. Warum gibt's ein Helmet ohne alles? Ja, der ist aber nicht zu kaufen. 120. Also Helmet wird's nicht. Warum nicht? Tempest Gerät kostet. Boah. Alles klar. Alles klar. Das ist heftig. 21,333 Mille. Ich will irgendwann dieses Fahrzeug haben. Ja. Wir brauchen alleine 12 Mille, ne? Oder 3 Millionen für einen Helmet Box. Kann man in dem Tempest Tamak tanken nur Tank mittragen? Weil der Kofferraum Größe 400 steht. Oder kann man auch was reintun? Frag mal im Site. Ich denke, das wäre das Schlauste. Wenn der es kann. Nee, warte mal. Die was? Das wäre gut. Markt. Ansonsten ein Fass Öl bringt immer 87.000. Und woher kriegt man die? Weiß ich nicht. Warum man nicht auf Rechtschreibung geachtet? Irgendein Rechtschreibfehler? Jetzt darf dann auch ein Payment da. Rein Roman. Tun. Alle. Rein tun. Rein tun. Es gibt verbrennbaren Müll. 68.000. Leeres Fass. 32.000.
Wie macht man verbrennbaren Müll? Benzin drüber kippen. Bierhändler, Mülltrennung. Ja. Fassmanufaktur, Glasherstellung, Silberschmiede, Müllverpackungsanlage. Müllverpackungsanlage? Plastikverarbeiter vielleicht? Verbrennerer Müll, Plastikverarbeiter? Schmuckfabrik, Sandgrube, Ölbohrinsel. Es gibt eine Bohrinsel für Öl. Damit müssen wir dann später mit Heli machen. Aber da werden wir gar nicht viel hingehen, weil sonst gehen sonst zu viele Helis wieder drauf. Eine Antwort. Ja, also es gibt Mülltrennung. Müllverpackungsanlage. Warte mal, ich hab eine Idee, ich schreib den Admin an. Ich mach einen Notruf an die Admins. Kommt bestimmt gut. Mhm. Kann man. Schade, dass nirgendwo die Farmwege irgendwie beschrieben sind. Oh, Taxi wollte ich jetzt nicht rufen. Silberbraren bringt 9000. Was heißt denn LE? 415 Leutnant? Euro pro LE. Oder Polizei, hören, lauf. Ja, du kannst mal fragen. Ist weggelaufen, weggefahren. Kernbrennstoff, schwarzgebrannter, Schildkrötenfleisch, Marihuana, nein. Ey, das ist ein was Wald. Was ist ein Sarin? Jürgen, warte mal, wo ist der Silberverarbeiter? Was ist Sarin? Keine Ahnung. Crocodile. Uran, Plutonium, Restmüll. Ich will irgendwie Restmüll machen. Ah, man kann auch Müllsäcke machen. Restmüll, verbrennbarer Müll. Da hat jemand geantwortet. Auch in einen Tanken passen Rohstoffe, schreibt Timothy. Okay. Aber wer die Frage, ob wir auf 400 reinpassen. Dem macht man verbrennbaren. Ich will bestimmt Plastikmüll, das sind Meerfischen da hinten. Müll. What the fuck? Ey, Jürgen, zur Müllverbrennung wollen wir gehen. Ja, F1. Oh! Ah, guck mal! Aha. Ja, schreib mal danke. Warum nicht gleich? Dachte ich mir auch gerade. Müll. Verwendbarer Müll. Farmen an der Mülle. Plastik. Arbeit. Julian, da braucht man mehrere Sachen. Aber es ist ein Teamjob. Da braucht man halt verarbeiteten Müll und verarbeitetes Plastik. Was guckst du gerade? Verbrennbarer Müll. Wo steht denn das? Also bei mir steht nur Müll oder Müllsäcke. Spezialfarmtouren, ganz unten. Doch nicht ganz unten, aber halt. Teamjob schon. Legal. Benötigt Müll verarbeitet, benötigt Plastik verarbeitet. Verarbeiten bei der Müllverpackung. Okay, nee. Das kann man später mal machen. Nicht so anstrengend. Ja. Yeah. Müllsäcke? Ich glaube, Müllsäcke bringen auch viel. Markt? Ja. Warte. Müllsack. 3000, naja. Restmüll, wir müssen Restmüll machen. Nee, wir machen keinen Müll, würde ich sagen. Restmüll bringt 10.000. Restmüll, ja, wo steht das? Müll, Restmüll. Müll meinst du, oder? Ja. Markt von der Mülldeponie. Ja, weil Müllsäcke würde ich nicht machen, weil da braucht man Plastikmüll und der ist im Meer. Okay. Also fahren wir in eine Mülldeponie, Mülltrennung, Exporthafen. Wo ist denn die Mülldeponie? Erstmal gucken. Mülldeponie ist da über uns, bei so einer Tanke. Mülldeponie. Was war das? Mülldeponie, Mülltrennung? Ich glaube, ja. Mülltrennung und dann? Mülltrennung sehe ich, aber Mülldeponie nicht. Und dann Exporthafen. Mülldeponie ist ganz oben. Ganz oben links. Also so mittig oben links. So ein scheiß langer Weg, ne? Ja. Wo ist der? Exporthafen.
Exporthafen, wusste er? Ah, ja. Das ist ein richtig scheiß Weg, Junge. Wo ist denn der Exporthafen? Rechts am Hafen, an der Küstenwache. Unter dem Flughafen. Oh, lol. Der Weg ist echt voll lang. Das ist richtig scheiße. Lass uns erstmal Kupfer weitermachen, oder? Wo ist denn der Silberverarbeiter, weißt du was? Silberschmiede? Silberschmiede, ja. Silbermine? Schmiede. Schmiede? Unter Diamantenschleifer, über legaler Waffenhandel. Bei Agios Dionysos. Die Silber ist auch ein scheiß Weg, Alter. Obwohl es geht eigentlich, sind über Straßen da lang. Ja, sind nur so mini. Und die sind direkt neben Getzlo versteckt und Kokainverarbeitung hier hin. Neben was? Die sind richtig nah an den illegalen Sachen dran, der wird mir bestimmt ausgeraubt. Wo ist denn der Silberverkäufer? Unten direkt neben dem der Mine links. Also nicht direkt, aber ein bisschen in der Nähe. Ah, da. Ja, könnte aber man sich aber überlegen. Wo kann man Holz verkaufen? Holz? Ich sehe nur Wald, Sägewerk. Da kommt wahrscheinlich fast Manufaktur, oder? Ah, ich guck mal F1. Ja, mach das mal. Bretter, beim Schreiner. Verkaufen? Wie viel bringen Holz? Beim Schreiner verkaufen? Ja. Wo kann man Markt sehen? Z bestimmt, ne? Mhm. Markt. Brett. 62 Dollar. 15 pro LE. Die lohnen sich nicht mehr. Die haben minus 1217 Dollar gemacht schon. Alter. 16 Dollar. 60 Dollar. Das lohnt sich ja wirklich gar nicht. Wie bringt Kupfer pro Stück? 1000. Kupfer weitermachen erstmal? Ja. Zementwerk. Boah. Plutonium. Zementwerk, Zementankauf. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo hier Steinbruch. Steinbruch da unten. Die leeren Fässer allein schon. Wie macht man leere Fässer? Das muss doch legal sein, oder? Fässer, Eisen, Kupfer und dann. Was man. Ja, das ist doch. Also, wir könnten ansonsten Stein machen. Also Zement. Steinbruch, Zementwerk und dann Zementankauf. So, da ist die Strecke nicht so krass. Was? Steinbruch? Ja. Aber wir können auch erstmal Kupfer weitermachen, weil da ist der Weg extrem kurz. Ja? Wo ist denn der Steinbruch? Aber rechts. Unten, da wo er immer ist. Unter Pyrgos. Oh, fancy. Hast du ihn gefunden? Nö. Unter Pyrgos. Ist im Endwerk. Ach, ich bin bei Paros, so. Paros? Ja. Ich kenn Paros nicht mal. Wo ist denn Paros? Weiter oben. Steinbruch, das beim Paros ist in der Nähe des Zementwerks. Zement. Da. Ja. Wir können ja rein theoretisch mal so ein. Also, wenn wir noch länger rumlabern, wir haben schon eine Viertelstunde jetzt hier verlabert, ne? Also, eine Folge. Ich kauf mir jetzt erstmal einen günstigen Zamak. Zamak tanken oder? Günstigen. Der kostet schon wieder voll viel. Wir müssen die 333 ja wieder reinkriegen. Junge. Bestimmt. Wie viel kostet denn der, wenn du kaufen willst? 187.000. Ich miete mir jetzt einfach so einen Zamak tanken. Jetzt doch. Ja. Wird schon kosten. Ja, Leute. Ups. Guck mal ins T-Meter. Ja, was ist da? 400 Kilogramm. Ich werde jetzt nochmal kostet 300. Brauchst du das Geld nicht holen? Nee, warum nicht?
Ach so. Zieht das vom Bankkonto ab. Der hat schon mal Bargeld genommen. Ja, wahrscheinlich, wenn du so viel Bargeld dabei hast. Dass er das logisch macht. Achtung, wir werden nicht blitzen lassen. Hey, ich bin unter 50 km/h. Kmh. Kmh. Ja. Aber hast du eine Spitzhacke noch dabei? Ja. Ja, auch perfekt. Leute, wie wir auf Altes gekommen sind, es gibt einfach keinen guten Tanua-Live-Server. Naja, nicht wirklich, ne? Also einen guten Tanua-Live-Server, auf den wir zocken können. Lives, PC. Jörn, wir sind jetzt schon drei Tempest-Tamax-Tanken. Hinter uns noch einer. Echt? Ja. Ah, das ist crazy. Ich bin gerade so gefahren, auf einmal sehe ich so, der rammt mich was. Können wir uns aneinander tanken? Das wäre lustig. Unendlich fahren. Ja, ich glaube nicht, dass der Tank unendlich ist, oder? Ja, ziemlich unendlich, denke ich. Wow! Was machst du da? Ich hätte den fast geflippt. Wow, ja, hast recht. Wo ist denn der andere? Ja, Kong abgebogen irgendwo. Neckt aber ziemlich daher. Abgebogen irgendwo, ist nicht zu. Nein, tu ich nicht. War klar. Was? Leute, wir zeigen euch jetzt noch kurz diese Farmtour. Mein Tank ist schon zum 8. leer oder so. Na, 16. Okay, wir sehen uns gleich, wenn der Truck voll ist. Hey, nein, nicht das Menü. So, bam. Gut, bis gleich. Leute, es geht weiter. Was? Ich mag die Autoabschließgeräusche. Nee, das hab ich immer auf. Ah, da komme ich nicht durch. Hätte ja sein können. Gut. Ich guck mal, hier steht ein MB4. Irgendwo. Links, Jurassic World, oh mein Gott, da steht Jurassic World drauf. Hä, die Auto. Ja! Die Autos sehen. Ja! Die Autos sehen halt wirklich aus wie aus Jurassic World. Jetzt weiß ich, woher mir die bekannt kommen. Vorkommen. Also nicht Jurassic World, generell Jurassic Park. Ja. Wir müssen immer so reden mit dem Trucker-Funk. Du musst reden, nicht einfach nur machen. Aber ich hab nur. Was geht, Digga? Alles, was Bein hat. Du bist so lustig. Ich weiß. Das funktioniert nicht mehr. Ist meine Hupe? Nein, ich sitze in. Also, ich sitze im Truck. Ich sitze auch drin, höre meine eigene Hupe nicht. Doch, ich höre meine ganz leise. Jetzt höre ich sie. Warte. Doch, ich höre meine ganz leise. Ich höre sie auch wieder. Also, meine eigene. Das ist ein ziemlich blöder Trucker. Ich hab ne rote Cappy, ja, ich bin voll cool. Ich hab ne rote Cappy. Oh Gott. Oh ja, ich hab umgekippt, Jürgen, fast. Ich hab's Achtung. Gesehen. Yo! Das nennt man Lernkompetenz. Wir sind so gut. Wir sind richtig behindert. Wir können es einfach. Stell dir mal vor, dass der Polizei kommt, hätten die wegrammt. So. Voll lustig. Oh mein Gott, die ganzen Idioten lassen nicht blitzen. Er fährt um die Kurve. Oh mein Gott, ich hab mich fast umgedreht. Jürgen fährt hinterher, dreht sich auch um. Uch, da ist eine Garage im Nichts. Guck mal links. Ich weiß, da ist aber ein Sternchen hinter. Was heißt das? Halt die Fresse, keine Ahnung. Bestimmt irgendwie so, dass man da illegale Autos verkaufen kann oder einpacken kann. Also geklaut hat.
Tempest Spawns. Okay. Oh, das sind, der hat einen Anfängerschnitt an, aber Waffen. Solche Anfänger. Oh, Unfall. Und nicht rüberfahren. Wo? Unfall mit drei Beteiligten, bitte melden. Der eine hat eine Waffe gehabt. Er wird alle umbringen. Klar. Zum Schluss wird er das Opfer sein vom Unfall. Noch ein Unfall. Was zum Fick? Was ist denn hier? Oh, oh, oh. Ich hab die Kurve gut gekriegt. Ich hab ihn die Kurve also, gut gekriegt. Also, ist der Ausmachsound oder ist der Anmachsound, okay? Nee, hört sich zu nah nach Waffe an. Ey, wenn du in diesem Auto sitzt, in diesem LKW sitzt und so in der Kurve fährst und der auf einmal so hoch wackelt, ne? Also ja. So hoch schlängert, ja. Da kriegt man richtig. Wow, du desigst. Mit deinem Maul. Nein. Guck mal, ich fahr privat an meinem Privatweg dran. Cool. Ich kann mal. Mach mal Platz da. Nein, das ist gut. So Leute, das hier ist der Verarbeiter. Das ist gar nicht Ding. Die Atombombe. Die Atombombe, ja. Hallo! Moin! Guten Tag. Warum haben alle so blöde Stimmen? Sehen Sie meinen coolen Truck, ne? Ich bin Trucker. Sehen Sie an meiner Cappy und meiner Brille? Trucker, Trucker! Und was sind Sie so auf meinem Beruf? Er ist sehr gesprächig. Ja. Hallo. Ich bin Staatsterrorist. Ah. Guter das Mann, ist ein cooler Beruf, habe ich auch schon ausprobiert, aber war dann letztendlich doch nichts für mich. War zu viel Stress. Jetzt genieße ich mein Leben in diesem geilen, sexy Truck. Gucken Sie ihn Sie sich an, der sieht doch echt geil aus, oder? Achtung, großer Pickup. Verstanden. Das ist noch privat. Hallo, Herr. Maskiert. Er kommt an, man denkt sich so, alles klar, was kommt jetzt? Doch! Ich würde sagen, die spotten. Doch! Doch, mein Freund! Sind das eure Wagen hier? Vielleicht. Doch! Können wir kurz tanken? Klar. An seinem. solange die mein Kupfer nicht rausziehen. Ich glaube, der Tank geht von dir alle automatisch. Warte mal, ich probier's mal aus. Nein! Ah, ich kann auftanken bei dir. Toll! Sorry. Geht dein Tank alle hören? Ich weiß es nicht. Guck mal nach, weil die tanken ja bei dir gerade. Dann tanke ich halt bei dir. Also. Ich hab schon bei dir getankt. Ja, dann hol ich mir meinen Tank zurück. Ey, man könnte so einen Tankservice machen und dafür Geld dann verlangen. Also man könnte einfach so random durch die Gegend fahren, Leute anhalten und dann die dazu zwingen, bei einem zu tanken und dafür Geld zu bezahlen. Das ist ja voll lustig. Hallo, wollen Sie tanken? Nur 30 Euro pro Liter. Nein, können Sie nicht retten? Sind Sie taubstumm oder so? Taubstumm. Hey! Yes, hallo. Ah, hallo. Yes. Wie heißen Sie denn, mein Freund? Taubstumm? Der Ali Bombali. Ali Bombali. Nicht Abdul der Klappstuhl. Abdul der Wie kommst du denn darauf? Lange Geschichte. Abdul, der Klappstuhl. Also Abdul ist mal ein Taxifahrer. Und dann haben ihm alle Leute Abdul, also immer, wenn der zu spät kam, so, Abdul, du Klappstuhl, wo warst du? Okay. Abdul, der Klappstuhl. Das ist echt nicht schlecht. Was ist das Büro?
Ich bin Trucker, wie du siehst. Happy in meiner. Trucker, Trucker. Und lecker ist er auch. Was machst du? Bist du Quarra oder was? Live, du ruckelst. Also du leckst. 240er Ping und ich darf das. Ich bin hier nur ein Tourist. Tourist? Und warum schlagen Tourist sie dann diese arme Maschine kaputt? Na guck mal, da ist ein Uranzeichen in der Mitte. Eine Bombe. Oh. Da sind doch keine Uranzeichen. Ich bin Terrorist. Ach ja, manche Leute sind. Nein, er will nicht reden. Echt ungesprächig. Asozial. Ich glaube, der ist hier nur zum Farmen. Ja und? Oder als Tourist. Er meint, er ist Tourist. Ja. Touristen müssen noch mit den Touristenführern reden. Ich glaube nicht, dass er ein Tourist ist. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Wir haben hier eine verdächtige Person in einem blauen Shirt am Kupferverarbeiter. Bitte melden. Ich hab's ja auch gesehen. Wie sieht der aus, wenn er ein Terrorist? Du hast das vergessen. Allahu Akbar. Gibt komische Laute von sich. Eine Sprache, die wir nicht verstehen. Deutsch? Ach Mann, warum müssen die Leute immer wegfahren? Wenn wir anfangen zu reden, oder? Ja. Vielleicht müssen wir früher anfangen zu reden. Könnte man machen, ne? Man kann es natürlich auch lassen. Das haben wir auch. Ach, recht. Recht. Polizia! Ich glaube, die haben. Ne, haben sie doch nicht. Ich dachte, die haben einen Unfall gemacht. Schade. Polizia. Pizza, bitte. Grande Polizia. No tengo. Yo tengo grande. Ich habe eine große Polizei. No tengo Polizia. Ich habe Polizei. Du hast große Waffen, ich hab no tengo grande Polizia. Hast du gelesen, irgendwas, irgendein Apo-Porett ist connected vorhin? Auf dem Server, ja. Schlimm genug. Apo-Porett, Alter. Apo-Porett? Ja. Apo, nachher Porett. Okay. Der Opa. Apo-Retts Leben ist nur ein Prank, wetten. Dann kommt er mit irgendeinem WhatsApp-Chat, ja, da haben wir es alles abgesprochen. Ach, Mann. So. Sind wir denn mal fertig hier? Bist du fertig? Nein. Nein. Fass. Noch zweimal, also das jetzt und dann noch einmal 10 Stück. Da kommt gerade, glaube ich, einer. Vielleicht können wir tanken. Sind Sie von DHL? Da stehen Sie aber ganz blöd. Haben Sie mein Paket dabei? Ich glaube, er ist taubstumm, haben Sie gehört? Wie bitte? Ah. Haben Sie mein Paket dabei? Ich bin nicht von DHL. Ja, Sie sehen immer und so warum aus. Fahren Sie ein gelbes Auto? Das ist orange. Das ist so. Das ist was? Gelb. Das ist doch nicht orange. Das ist gelb. Ich habe das als orange gekauft. Nee, das soll orange sein. Ich glaube, da waren Sie richtig übers Ohr gezogen. Ist mir doch egal, ich finde die Farbe trotzdem gut. Solange Sie das als orange sehen. Solange sie diese Pakete rechtzeitig ausliefern, war alles gut. Genau. Genau. DHL. Ja, das ist mir vollkommen egal. Ich möchte mein Paket haben. Ich habe vor einer Woche was bei Ihnen bestellt. Ja, also bin ich nicht zuständig. Ja, doch. Dann reden Sie mit Ihrem Chef. Ich bin mein eigener Chef.
Das ja, dann rede mit dir selbst. Ich will noch Selbstgespräche. Wie ist eigentlich das Leben als DHL-Bote? Oder bestimmt langweilig. Ich bin kein DHL-Bote. Das glaube ich Ihnen immer noch nicht. Jetzt erzählen Sie endlich was über Ihr Leben. Ich bin kein DHL-Bote. Also das bezweifle ich. Also, na. Guck also mal. Die sehen einfach so aus, finde ich. Wir sehen auch nicht aus wie Trucker und sind trotzdem Trucker. Ich sehe aus wie Trucker mit meiner roten Cappy und meiner Brille hier, hallo? Das ist extra. Du hast nicht mal Schuhe an. Psst. Ich bin auch im Truck, Junge. Im Truck. Als Trucker hat man es gerne gemütlich, deswegen braucht man keine Schuhe. Hat ja. Man was? Ich hab's nicht verstanden. Falsch als Trucker. Boah, ich verstanden, er ist leise. Ja. Haben wir ja gesagt. Ja! Aber jetzt mal im Ernst. Rück sie mal mit der Sprache raus. Wo ist mein Paket, Mann? Das sollte vor Amazon drei Tagen da sein. Nee. Noch nicht da. Die wollen das wieder gut machen, erklären die sonst. Hallo. Herr DHL-Bote. Hallo, Sie müssen das irgendwie wieder gut machen, dass das Paket noch nicht da sind. Sie müssen irgendwie zahlen dafür jetzt. Das war ein Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder. Ich bin dein Bruder. Leise! Sie fahren ein gelbes Auto. Okay, es ist orange. Es ist gelb. Okay, es ist orange-gelb. Und Sie sind kein. Das geht nicht. Nein, gelb. DHL oder keine Lieferaufträge. Möp. Ja, gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder. Und ich warte auf mein Paket, verdammt. Und Jürgen, ist dein Tank leer? Ja, ist leerer. Ja? Ja. Ja, ist leerer. Wie leer, wäre die Frage. Halb? Ein Zentimeter vor Fuel. Ey, es geht aber. Da hat sich nichts verändert, eigentlich. Doch. Doch. Nee. Wohin fährst du? Ciao. Ja. Nee, Jürgen. Ich hab bestimmt 2 Zentimeter bei dir getankt. Ja, vielleicht zieht es nicht irgendwie nur die Hälfte davon, von dem, was man tankt. Nein, das glaubst du, roter Helikopter. Aber das wäre auch ein bisschen blöd, wenn die das aus dem Tank abziehen würden, ich wenn glaub du nicht, einen dass Tank drauf hast. Ja, das ist dein Tank. Der ja, hat 53 Liter Tank. Ja, 400. Könnte er wirklich. Ich trotze bitte schnell alle. Wow. Was denn? Drift. Achso, ja. Ich meine Reifen was haben schon gequietscht. Was für ein Verbrauch hat der wohl auf 100 Kilometer? Tank alle. Spuckt einfach nur noch sein Monitor voll. Die haben hier immer noch nicht aufgeräumt. Lass mal reinfahren. War doch mehr als vorhin. Ja, 2 Autos sind weg. Nur das eine Opfer ist da geblieben. Wow! Da ist eine Tankstelle, du Idiot. Unfall! Ich ramm dich! Alles ist rot! Ich hab dich überholt. Ich muss mal einen THW rufen. Du kannst echt nicht fahren. Halt die Fresse! Wie ruft man einen THW? Der rosa Pickup vorhin, ne? Ist, glaub ich, den ich gestern gerammt hab. Ist auch so ein Kind. Ich fahr jetzt einfach weiter in die Stadt. Ist so, da wirst du explodieren, bestimmt. Mit 20 km/h. 30. Also ich fahre fast 80. 40. 50. Okay, 41 km/h sind Maximalgeschwindigkeit, das reicht aber auch. Ich fahre 83. Toll. Da nehme ich mir jetzt erstmal hier ein Reparaturkastending mit. Warum? Frag ich lieber den THW, ist billiger, glaube ich. Nein. Man weiß es nicht. Ja. Wir können ja nachgucken. Mir wurden gestern 5000 Euro abgezogen für den THW-Rechner, Alter. Ist günstiger, ja. Yeah. Wie teuer ist ein Ding so? Da kommt der DHL-Bote zu dir. Mir, kann ich ihn wegrammen.
Na, der hat mich gerade disabled. Und ich habe Einschusslöcher in meiner Scheibe. Junge, was hast du gemacht? Wo hast du dich rumgetrieben? Ja, da war Polizei von vorne hören. Ah, ne, das ist nicht Polizei, das war der andere Typ da. Yes. Der SUV. Mein Tank ist gelb. Okay. Ich bin schon in der Safe Zone. Ich bin noch 2, das habe ich mir markiert. Achso, den LKW-Händler. Gelb hat mich überholt, der DHL-Bote. Böser DHL-Bote. Ich ramme ihn jetzt gleich tot. Cool. Quad kommt von vorne. Kann nicht fahren. Scheiße, du hast geblitzt. Scheiße, ich wurde geblitzt. Jetzt haben wir schon solche lahmarschigen Trucks und er wird trotzdem geblitzt. La. Du bist unfassbar. Hier ist ein schwarzer Hummingbird. Brauchst du ein Hummingbird? Nein. Oh, okay. Also ja, aber kein Klauten. Ich hab noch 13 trinken. Ich hab noch 16. Das ist toll für dich. Oh. Sorry, falsche Verbindung. Die Limousine guckt mich irgendwie an, habe ich das Gefühl. Überall fahren hier irgendwelche mit SUVs, die viel zu schnell fahren und nicht Auto fahren können. Achtung, das Quad kann richtig schlecht fahren. Das wird deine XXL-Folge. Okay. Wenn ich jetzt geblitzt werde, weil ich 1 km/h zu schnell fahre, ne? Langweile. Ganz Gas geben ist an Pizza vorbei. Nein, der kommt da erst. Ich wollte dich verarschen. Bist du noch am Verkäufer? Nein. Nupo ist nicht geblitzt. Warum hast du so weit weggeparkt? Ich bin fertig. Achso. Achtung, Polizei, Sportlimousine kommt. Ja, da würde ich auch aufpassen. Wie viel Geld hast du gemacht? Ja, aber Sportlimousinen können nicht fahren. 118.000. 100 wie viel? 80? 18? 18. Achso. Warte, ich bin noch nicht fertig. Ich fahr zum Geldautomaten, ne? Ja. Mineralwasser. Oh, jetzt dürfen wir auch auf den LKW-Parkplätzen parken. Offiziell. Boah, ah, fuck, krass. Der ist ihn überfüllt. Oh, da fährt einer gerade weg, oder? Nein, er parkt ich neu. Hab nur. Ich park mal dazwischen. Och, was, er rammt mich weg. Ach, was. So ein Frecker. Und so. Der parkt gerade echt schräg über den Parkplatz. 108.000. Aber ich hatte noch Essen und sowas drin, daher vielleicht. Oh, der fährt der Anfänger seinen Tempest-Gerät weg. Fährt. Ich will auch ein Tempest-Gerät. Will das nicht jeder? Ich hatte noch nie ein Tempest-Gerät. Ey, der Kreisel wurde weggemacht. Kann sein. Oh. Ach, und zwei Hamels kommen dir entgegen. Ja. Die sind asozial, der hat sich schräg auf den Parkplatz gestellt, damit ich nicht parken kann erstmal. Irgendwie mag ich den Typen. Achso, klar, mal diese Anfänger müssen wir mal zusammenhalten. Oh, cool, mein Tank ist fast leer. Ich tanke mal, ne? Mein Tank war bei Hull. Danke.
Da. Ich meine, ich möchte unbedingt wissen, ob da jetzt was aus deinem Tank raus ist, weil ich habe jetzt echt viel getankt. Aber das ist voll praktisch so. So kann Ich man. habe aber die ganze Zeit bei dir getankt, Jürgen. Immer wenn du was von mir verquält hast, habe ich bei dir getankt. Ja. Nein, es ist nicht wirklich was raus. Ja, das dann ist gut. Ich tank gerade bei dir. Och nein. Ich hab bei dir getankt. Dann tanke ich wieder Alles. bei dir. Es wird nichts leer, Junge. Es geht nicht leer dadurch. Warte mal, ich muss das erstmal reparieren hier. Ey, du, Oder ist der hallo, hallo, rosa hallo, hallo, Dings? hallo, 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 hallo. Weißt du schon wieder, warum ich meine Magazine verliere, wenn ich sie in meinem Inventar habe? Vielleicht bist du vergesslich und legst sie irgendwo hin. Wem redest du? Nee, Ja, er so, hey, du Karl, weißt du zufällig, warum ich meine Magazine verliere, wenn ich sie irgendwo hin, also, wenn ich sie im Inventar habe? Und ich so, vielleicht bist du vergesslich und legst sie irgendwo hin? Nein, warte. Ja. Ich wollte nur schon mal losfahren. Ich habe das Gefühl, dieser rote Truck will uns. Ja, okay, da nicht. Psst, ich war halt falsch. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein, ciao. Tschüss.